Canberra International Airport klagt gegen die Maskenpflicht. Norse fliegt von Berlin nach Los Angeles und New York. Berlin hat nichtsdestotrotz auch den Test an Pfingsten anscheinend bestanden. Oder was ist eure Meinung? Swiss fehlt Personal in den Sommermonaten. Brussels Airlines storniert 148 Flüge im Juni und Juli. Condor bietet kostenfreien Vorabcheck an. IHG One Rewards hat MyStone Rewards freigeschaltet. Ich nehme einen Blick drauf und sage euch, was ihr wann wie wählen sollt. Dreifache Lufthansa Miles & More meinen wir bei Best Western übernachtet. Und für alle, die Hyatt Globalist sind, schaut in eurer Inbox nach, in eurer Mailbox. Vielleicht habt ihr von MGM Rewards die Noah Card bekommen. Aber leider nur für ausgewählte Gäste. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Vergesst nicht zu abonnieren, damit eure tägliche Dosis an mehr Meilen, mehr Punkten und vor allem mehr Status auch bekommt, weil ihr wollt ja nichts verpassen, oder? Genauso wollt ihr nicht am 11.06. den Stammtisch in München verpassen, am 12.06. Berlin und am 13.06. haben wir auch Hamburg im Angebot. Einfach unten in den Shownotes den Links folgen. Ja, Canberra Flughafen. Canberra Flughafen hat immer noch eine Maskenpflicht und man hat einen Lawsuit angestrebt, also eine Klage, um dieses Maskenmandat loszuwerden. Denn dieses ist für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Passagiere innerhalb des Terminals verpflichtend. Stephen Byron, das ist der Chief Executive, sagte einfach, dass sie die ACT, das ist die Australian Capital Territory, wie wir alle wissen, Canberra ist ja Hauptstadt von Australien, ganz einfach deshalb verklagt, weil es gegen den Human Rights Act, also gegen die Menschenrechte, verstößt. Und das Zitat von ihm ist, es ist Diskriminierung mit oder ohne legale Basis, weil da ist auch keine Gesundheitsbasis oder Daten oder irgendein Beweis, dass diese Masken benutzt werden müssen. Jeder weiß es und ja, stimmt dem zu. Was ist eure Meinung? Ist das etwas, was man machen sollte? In Australien gibt es ja auch nicht mehr die Maskenpflicht. Man ist natürlich an gewissen Stellen dazu aufgefordert, die Masken zu tragen. Oder man sagt einfach, man empfiehlt es. Und es gibt ja auch Nachtclubs oder andere Sachen. Warum sage ich das? Canberra ist weit weg, Australien ist weit weg. Aber wir haben ja auch noch in der Bahn oder in der Lufthansa die Maskenpflicht, auch wenn sie bei der Lufthansa nicht mehr enforced wird, wobei es aber noch einige Ausnahmen gibt. Sollte die Lufthansa dagegen klagen oder die Bahn, weil ihr der Meinung seid, das ist richtig so, dass man das loswerden muss, weil es dafür keine wissenschaftliche Evidenz gibt. Ich selber weiß nicht, ob es diese wissenschaftliche Evidenz nicht gibt. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Aber man muss halt ehrlicherweise sagen, dass natürlich in Australien auch die Infektionsrate im Moment nicht ganz so hoch ist. Und natürlich auch, muss man sagen, die haben im Gegensatz zu uns, haben die ja jetzt Winteranfang und 97,3% über dem Alter von 5 Jahren und drüber sind halt geimpft. Und da muss man halt einfach schauen. Ich weiß nicht, ob ihr da der Meinung seid. Was ist eure Meinung dazu? Ich weiß, dass es kontrovers ist, deshalb unten die Shownotes. Das ist euer Ding. Auch habe ich natürlich vergessen zu abonnieren, da habe ich doch gesagt, ja, also abonniert auch natürlich. Ich freue mich. Norse, das ist die Billigfluglinie aus Oslo. Ich habe Flugzeuge da schon parken sehen, als ich mit SAS, Scandinavian Airlines von Kopenhagen nach Oslo geflogen bin, um dann weiter nach Bergen zu fliegen. Und da war es einfach so, dass die Flugzeuge nur dumm rumstanden. Aber jetzt hört die Zeit auf, wo die Flugzeuge drum rumstehen, weil man möchte Transatlantikverbindungen nicht nur von Paris aufnehmen, was irgendwie gar nicht jetzt passiert, sondern man fliegt von Berlin. Ja, Berlin! Hatten wir doch gerade darüber uns unterhalten, dass die deutsche Hauptstadt so ja abgenabelt ist. Aber Norse Atlantic mit den 787 haben auch wenig Konkurrenz in die Richtung USA. Die einzigen, die da eine Konkurrenz sind, sind United. Man hatte eigentlich ab August gedacht, dass man Flüge von Oslo nach von London Gatwick und von dort nach New York macht. Alles mögliche weiteren Startpunkte für Flüge in Europa in die Vereinigten Staaten hatte Norse stets Paris genannt. Das hatte ich euch ja auch gesagt. Aber Berlin ist jetzt zum Zug gekommen und das hat man heute am 8. Juni verkündet. Man werde ab dem 17. August täglich direkt nach New York JFK fliegen
Und jetzt kommt's: Kampfpreise. New York, Los Angeles, einfacher Flug ab 160 Euro, in die andere Richtung sogar bereits ab 120 Dollar, also rund 112 Euro. Und damit kann man dann auch dreimal wöchentlich von Berlin nach Los Angeles fliegen, ab 189 Euro, etwas teurer, aber 138 Dollar retour. Man kann natürlich auch sagen, so wie Nose-Chef Björn Tore Larsen sagt, viel zu lange war die posierende, kulturell vielfältige Stadt Berlin nur unzureichend an den Transatlantik angebunden. Ja, bin ich der Meinung. Ich meine, Berlin hat wirklich keinen Flughafen, ich muss es auch sagen, aber um der Region zu Genüge zu tun, verdient hätten sie es, ganz, ganz ehrlich. Also da will ich mal gar nicht so hart sein. Und man muss halt einfach sagen, wie viel Zeit gespart wird. Aber, und jetzt kommt's, Nose ist jetzt nicht wirklich dafür bekannt, und ihr sagt, hey, die sind doch neu, wieso sind die bekannt? Das ist Norwegian, Freunde der Nacht. Das ist die Fluggesellschaft, die ja schon mal Langstrecke geflogen sind, gescheitert ist, Lichterloh gebrannt hat, quasi abgestürzt ist, sich neu finden musste, sich da aufgeteilt hat in die Langstrecke in Nose. Wir haben halt 787-9er in einer 333-Konfiguration in der Economy. 56 Premium Economy, die haben natürlich 232-Bestuhlung. Und es gibt Economy und Premium Economy Tarife, die aufgeteilt sind in Light, Classic und Plus. Ihr wisst, worum es geht. Es gibt dann einmal Gepäckzuschläge. Also Light ist wahrscheinlich wieder ohne Gepäck und so weiter. Classic mit Gepäck. Und Plus ist dann wahrscheinlich wieder teuer. Und es geht sich da um Boarding-Reihenfolge, aber auch Essen. Wer ist Norse Atlantic? Norse Atlantic wurde halt von Björn Tore Larsen, den ich eben zitiert habe, gegründet. Das ist ein Reedereibesitzer, der ist übrigens auch Chef der Veranstaltung. Und dabei sind auch die ehemaligen Norwegian-Gründer Björn Kjos und Björn Kiese. Und man wollte da schon von Berlin aus fliegen, hat den Plan aber nie irgendwie in irgendeiner Art und Weise umgesetzt. Einziger Konkurrent ist United. Warum? Weil United Berlin-New York ja fliegt. Und zwar den Flughafen Newark. Nach Los Angeles gibt es keinen. Wie findet ihr das Angebot? Wie findet ihr die Preise? Sagt ihr bei dem Preis scheißegal, dann ist es halt alles eng, ist es halt so wie in der Dose. Mir wurscht, da kommt mir keine Lufthansa ins Haus. Was ist eure Meinung dazu? Kommentiert. Pfingsten war ja, Pfingsten ist vorbei, heute ist schon wieder Mittwoch. Die meisten sind von euch ja wieder am Arbeiten. Berlin hat den Pfingsttest bestanden. So steht es in der Presse. Der Reiseverkehr über die Pfingsttage ist regulär verlaufen, hat die BR-Betreibergesellschaft gesagt. Und der Sprecher sagt, es gab keine längeren Wartezeiten oder Schlangen. Man hat auch die letzte Reisewelle des letzten Wochenendes am späten Abend problemlos abgefertigt. Im Gegensatz zu anderen. Man hat mit insgesamt 280.000 Passagieren von Freitag bis Montag rund 1.800 Starts und Landungen geplant. Dann waren es 77.000 Fluggästen sowie 520 Starts und Landungen. Freitag nach Angaben der Verkehrsreisetag an dem langen Wochenende. Montag ging man von 72.000 Reisenden aus. Wart ihr am Flughafen in Berlin? Seid ihr über Berlin geflogen? Seid ihr aus Berlin abgeflogen, angekommen oder wie auch immer? Habt ihr Leute weggebracht? Könnt ihr es bestätigen? Ich war nicht in Berlin. Berliner Stammtisch, übrigens hier wieder der Hinweis für euch. Am 12. nächste Woche, Sonntag. Freue mich, euch zu sehen. Swiss. Fehlt Personal. Das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, hey, das kennen wir nicht, das wissen wir schon. Das ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise ja schon fast ein Running Gag, wenn man ehrlich sein will. Alles ist Corona schuld, alles ist das mangelnde Personal schuld. Und man hat halt Personalmangel im eigenen Haus, man hat Personalmangel am Boden, bei den Flughafendienstleistern und damit streicht man mehrere Flüge nach Deutschland. Man sucht nach Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern, die im Konzern irgendwo gesucht werden. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt denn gucken, wo wollen wir die finden? Und die dann im Sommer einspringen können. Des Weiteren geht es dann 5 im Flugplan stehende wöchentliche Verbindungen zwischen Nürnberg und Zürich von Juli bis August sind auch ganz gestrichen. Wie man im Dienstag sagt, der Blick hat über diese Streichung berichtet. Im Juli, August verringert die Swiss die Verbindung zwischen Berlin und Zürich von 48 auf 44, also jetzt nicht ganz so dramatisch. Zwischen Stuttgart-Zürich von 13 auf 10, zwischen Dresden und Zürich von 6 auf 5 und auf der Langstrecke zwischen Zürich und San Francisco wird wöchentlich eine Verbindung, also ein Umlauf oder wie der Schweizer sagt, Rotation betroffen sein. 2% der Passagiere auch nur. Also, besonders groß ist die Personalmangelwirtschaft in der Kabine.
Ich habe ja auch gesagt, dass man da halt Personal sucht. Lufthansa hat ja auch Flugbegleiter nach Zürich geschickt. 9 Monate kann man da bleiben. Das ist so das Maximum. Jetzt frage ich mich aber, hat die Lufthansa genug Personal? Man hat das ja das Ganze ja schon in 2021 gemerkt. Warum? Weil man 334 Leute in der Kabine entlassen hat. Es gab natürlich auch Frühpensionierungen, dann kam die Impfpflicht, wo man gesagt hat, hey, du bist nicht geimpft, kannst nicht fliegen, sind auch einige gegangen. Und diese ganzen Sachen haben halt nach der Medieninformation mehr Auswirkungen gehabt, als man gedacht hat. Was sagt ihr dazu, dass die Flüge gestrichen werden? Sagt ihr, man möchte sowieso auf die Bahn fahren, sich verlassen? Heißt also, es gibt ja diesen Zug, der von München nach Zürich fährt. Kann man ja auch von Nürnberg dann über München nach Zürich fahren. Warum auch nicht, oder? Was ist eure Meinung dazu? Dann geht es weiter. Und zwar, es geht weiter mit Brüssels oder Brussels, wie sie so schön im Englischen heißen. Die haben 148 Flüge im Juni und Juli storniert. Warum? Ganz einfach auch wieder Personalmangel, mehr oder weniger. Man hat 74 Rotationen einfach weggenommen. Warum? Ganz einfach. Kabinencrew hat einfach gefragt, hey, könnt ihr einfach für uns diese streichen, weil wir einfach Angst haben, dass die Arbeitsbelastung zu groß ist. Krass, oder? Sehr, sehr krass. Und daraufhin hat Brussels sich das angeguckt, welche Umläufe da genug Alternativen haben. Dann gibt es natürlich die Aussage, dass nur 1% der Passagiere betroffen sind. Man möchte sie proaktiv kontaktieren und dem einen Alternativflug geben. Das kann natürlich mit der Brussels Air sein oder mit einem der Schwesterfluggesellschaften. Ist der Lufthansa-Konzern. Aber man muss halt einfach gucken, ob die Gewerkschaft, die ja wirklich über diese Arbeitsbelastung massiv sich beschwert, aber auch die Piloten, ob die da eine Einigung finden. Weil die Piloten haben ja auch zum Beispiel keine Einigung gefunden in der Verhandlung um Gehälter. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Seid ihr davon betroffen? Habt ihr vielleicht schon Kontakt gehabt von Brussels Airlines, die gesagt haben, hallo, dein Flug ist storniert, du fliegst jetzt anders. Finde ich auch spannend, dass man jetzt im Juni und Juli einfach solche Sachen merkt. So ganz spontan, so wie die Flughäfen halt. Ne? Gibt ja auch da eine kleine Wendung in der Geschichte. Hamburg, so heißt es ja, sucht händeringend Personal. Düsseldorf sucht händeringend Personal. Also es ist ja nicht nur bei den Fluggesellschaften so, dass Personal fehlt. Aber ich habe das ja oft genug gesagt. Ich will jetzt gar nicht mit anfangen. Condor. Wer mit Condor fliegt ab Düsseldorf, kann an Wochenenden ab Düsseldorf quasi, ganz wichtig, es geht nur ab Düsseldorf, kostenfreien Vorabend-Check-in nehmen und nutzen. Und ab diesem Sommer kann man halt diesen Vorabend-Check-in nutzen. Für alle Abflüge, die am Samstag oder Sonntag stattfinden, Reisende können dann zwischen 18 und 22 Uhr am Vorabend des Fluges einchecken, ihr Gepäck aufgeben, die Reisendokumente, alle, die man vorlegen muss, vorlegen, die Bordkarten direkt erhalten. Die Gebühr in Höhe von 5 Euro pro Person, die normalerweise ja fällig wird, wenn man den Vorabend-Check-in macht an allen Wochenendtagen, die fällt aus. Finde ich gut. Online kann man auch 24 Stunden vor Abflug einchecken, die Bordkarte ausdrucken, direkt auf das mobile Endgerät herunter beamen und dann mit ausreichender Vorlaufzeit am Flughafen einzufinden und sich mit den Einreisebedingungen vertraut machen. Ganz genau. Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist ein guter Move? Ich persönlich finde es einen guten Move. Warum? Ganz einfach. Hey, die Flughäfen sind so voll, ihr wollt ja nicht beim Check-in noch Zeit verlieren. Da geht man halt am Flughafen. Ist aber blöd, wenn man wirklich so... Stell dir vor, du kommst aus Aachen oder aus Mönchengladbach, willst nach Düsseldorf, um wegzufliegen, musst du zweimal machen. Ist problematisch, umweltschutztechnisch auch problematisch. Aber hey, wie habe ich jetzt letztens gelernt? Ich bin Vielflieger, da brauche ich mich für Umweltschutz nicht einsetzen. Was ist eure Meinung zu Condor? Was ist eure Meinung zu meinem Umweltschutz? Soll ich Umweltschutz mitmachen oder ist das jetzt fällt aus wegen ist nicht? IHG Rewards. Ich habe mich ja darüber beschwert, wann das Ganze startet. Und da müssen wir einfach mal schauen. Und das habe ich mir hier auf dem Monitor rechts draufgezogen. Und zwar ist es so, die haben die Milestone Rewards jetzt aktiviert. Wenn ihr guckt, und ich habe das mal gemacht für euch, da gibt es wirklich diese Rewards ab 20 Nächten, alle 10 Nächte. Heißt also, wer 20 Nächte hat, kann auswählen zwischen 5.000 Bonuspunkten, 2 Food and Beverage Rewards oder
ein bestätigbares Suite Upgrade. Das ist die Option bei den ersten 20 Nächten. 3 Stück gibt es. Ich würde euch empfehlen, nehmt das Suite Upgrade Voucher. Weil die 5000 Bonuspunkte im Vergleich dazu und die 2 F&B Voucher, also Food and Beverage Voucher, sind natürlich weniger wert. Ganz einfach. Dann geht es weiter, bei 30 Nächten gibt es wieder 5000 Punkte und dann den F&B Voucher. Der F&B Voucher ist weniger wert als die 5000 Punkte, also nehmt ihr die 5000 Punkte, richtig. Dann, wenn man 40 Nächte gemacht hat, dann kann man 2 Milestone Rewards auswählen. Das eine ist die 10.000 Bonuspunkte, 5 Food and Beverage Voucher. Die haben übrigens 20 US-Dollar wert, nur dass ihr es mal gehört habt, damit ihr es wisst. Dann ein bestätigbares Suite Upgrade Voucher und einen Annual Lounge Membership für dich und einen Gast. Das ist mal cool. Da würde ich empfehlen, nehmt den Suite Upgrade Voucher wieder und den Annual Lounge Membership Voucher. Warum? Ganz einfach, man kann ihn zwar bei 70 wählen, aber wer weiß, ob die 70 schafft. Also insofern, sicher ist sicher. Dann gibt es weiter bei 50 Nächten 10.000 Punkte, 5 Food and Beverage Rewards, das 100 Dollar sind. Da würde ich wieder 10.000 Punkte nehmen, dann nochmal 5 F&B Voucher mit 20 Dollar oder 10.000 Punkten ab 60 Nächten, da würde ich auch wieder 10.000 Punkte nehmen. Wenn man 70 Nächte hat, kann man wieder 2 Milestone Rewards nehmen und das hatte ich ja gesagt, dass es da die Annual Lounge Membership gibt. 2 konfirmierbare Suite Upgrade Voucher, 5 F&B Voucher und 10.000 Punkte. Hier in dem Fall würde ich die 10.000 Punkte nehmen und die 2 Suite Upgrade Voucher, die konfirmierbar sind, also die bestätigbar sind. Warum? Ganz einfach, den Voucher, den für die Lounge habt ihr schon. Ganz einfach, 2-mal, das geht nicht. Und 100 Dollar, wie immer, haben wir ja gelernt, ist weniger wert als das andere. Bei 80 Nächten gibt es wieder 10.000 Punkte oder 5 Voucher zum Fresschen. Dann nimmt die 10.000 Punkte, bei 90 dasselbige und bei 100 auch dasselbige. Die Suite Upgrade Voucher sind 12 Monate gültig. Da sollte man einfach drauf achten. Und müssen halt bestätigt werden. Achtet auf die Bedingungen, nur damit ihr es mal gehört habt. Wer bei Best Western übernachtet, kann 3-fache Meilen bei Lufthansa Miles & More bekommen. Die Aktion läuft seit dem 1.6. bis zum 31.7. Man bekommt diese 3-fach-Punkte. Und natürlich ist es so, man muss sich für die Promotion registrieren. Man bucht das Hotel, gibt da an, dass man 3-fache Meilen haben möchte, dass man also bei Miles & More sammelt. Wichtig ist halt wirklich in dem Zeitraum. Die Bedingung ist einfach wichtig, dass dieses nur für Hotels gilt in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Ungarn, Kroatien, Tschechische Republik und Slowenien. Was soll man sonst sagen? Die extra Meilen bekommt man natürlich. Aber ihr sammelt dann bei Best Western nicht. Das letzte Thema, was wir heute auf der Agenda haben, das ist, ist Hyatt. Hyatt ist mit MGM Rewards ja so ein bisschen verklöppelt und verknüpft. Man kriegt ein Status-Match und es gibt diesen Hyatt Noir-Status. Hyatt Noir-Status heißt ganz einfach, dass man zum Beispiel eine Limousine bekommt vom Flughafen oder aber zum Hotel dann halt. Ne? Die Resort-Fees, die werden, gibt's nicht, die musst du nicht bezahlen für bis zu 2 Zimmer. Wichtig ist aber, dass man direkt mit MGM's Resorts gebucht hat. Dann bekommt man Zugang zur VIP-Lounge beim Check-in. Man bekommt natürlich ein Enhanced Room Upgrade. Also das heißt, man kriegt also ein höheres Upgrade als normal. Man bekommt 4 Uhr Late-Checkout am Nachmittag, logischerweise Verfügbarkeit vorausgesetzt. Bekommt auch nochmal ein Early-Check-in, auch auf Request. 1 Uhr nachmittags. Und wichtig ist Verfügbarkeit und 24 Stunden vorher fragen. Man muss halt einfach auf MGM Rewards gucken, was da ist. Ich finde persönlich, dass diese gewaveten Resort-Fees schon cool sind und auch mit der Limousine, dass man abgeholt wird vom Flughafen zum Hotel, das ist natürlich schon mal was Cooles. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Wichtig ist einfach, dass man diese E-Mail in der Inbox hatte. Es gab es ja schon immer wieder, ich glaube 2013 oder 14 war ja dieses MGM-Event in Las Vegas. Da haben einige den auch den Status gekriegt. Der ist ein Invitation Only, also nur auf Einladung. Und da muss man halt einfach gucken, warum die Leute den bekommen haben, kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen. Ich selber
bin leer ausgegangen, habe also aber, ich habe einen Kunden, der das bekommen hat, der übernachtet aber auch bei MGM. Letztes Jahr alleine 30 Nächte, dieses Jahr waren es 15 oder sowas. Und das ist wahrscheinlich die Verknüpfung. Und er ist mit seinem Konto von Hyatt und MGM verwoben. Ja, wer die E-Mail jetzt nicht hat, glaube ich nicht, dass ihr sie kriegt. Aber ihr könnt ja mal bei eurem Concierge nachfragen, was er dazu sagt. Das war ja so ähnlich wie bei der American Airlines Geschichte mit der Platinum Challenge oder auch mit der Platin-Karte für Umme. Da würde ich einfach nochmal Telefon oder E-Mail machen. Ich hoffe, es war heute für euch auch ein interessantes Thema dabei. Ihr wollt natürlich wie immer nicht die News und die tägliche Dosis der Meilen, der Punkte, der Status und aber auch mich verpassen, oder? Also insofern, kommentiert unten, lasst uns ein Like da, macht die Glocke an, kommentiert und ihr wisst ja, wie der Drill ist. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und mit dem Potpourri an Themen. Also, bis zu den Stammtischen. Bis dann, ciao.